So, weiter geht's. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Wir stehen hier immer noch vor dem Tempel von Morazul rum und müssen Orgnarok bei Fasim abladen, den ich ja nicht gefunden habe. Dabei ist es eigentlich ziemlich simpel, den Kerl zu finden, wenn man weiß, wo man hingehen muss, wie es eben immer so ist. Eigentlich, ja, das Problem war bei der ganzen Sache, wir müssen hier schon die Treppe runtergehen, wie ich das beim letzten Mal irgendwie mir auch schon mitdachte. Ich habe bloß die Stelle nicht gesehen, an der man dann weitergehen musste, was auch unter Umständen daran liegen könnte, dass die Sichtweite bei mir so gering gerade ist. Wir müssen nämlich einfach hier bei den Ruinen uns rechts halten und auf die andere Seite des Tempels gehen, wo wir noch ein paar Leute zum Quasseln haben, beziehungsweise genau zwei, nämlich Fasim und den Anführer der Orks in diesem Gebiet. Und da haben wir auch schon den ersten. Was ist das? Warum bringst du dieses Unheil zum Tempel? Entschuldigung. Masi sagt, das geht klar mit dir und diesem Orknarok. Hat Beliar Schatten dich völlig verlassen? Nichts geht klar. Schaff ihn weg. Bring ihn zu Kalesh. Und Kalesh ist jetzt wer? Was hast du für ein Problem mit Orgnarok? Der alte Messier hat mich gewarnt. Er sagte mir, was geschehen wird, wenn der Mann aus dem Norden kommt. Unheil wird er uns bringen. Nun denn, lass mich kombinieren. Mann aus dem Norden, Unheil kommt über uns. Ich glaube, ich bin gemeint. Wer ist dieser Messier? Ein alter Artefaktsucher. Er lebt hier in den Ruinen. Er spricht wahre und weise Worte. Und er hat mich gewarnt. Ja, den werden wir dann auch noch aufsuchen. Ich habe beim letzten Mal halt dann nach der Aufnahme noch ein bisschen weitergesucht, um Fasim zu finden. Anstatt Fasim zu finden, habe ich aber erstmal Messir gefunden. Das heißt, wir gehen dann auch gleich noch zu dem, weil ich jetzt weiß, wo der ist. Aber erstmal machen wir hier noch fertig. Ich bin auf der Suche nach Yusuf. Sieh an. Du willst wohl Punkte bei Gonzales machen, hm? Nein. Alles, was ich brauche, ist eine Information. Hast du die oder nicht? Immer ruhig bleiben, Sohn der Ungeduld. Ja, ich weiß, was du brauchst. Und wenn du Yusuf findest, wirst du eine schöne Stange Gold bekommen. Da sind doch ein paar Münzen für Fasim drin, oder? Nein, ich glaube nicht. Sag mir, was du weißt, dann muss ich dich nicht verprügeln. Darauf lasse ich es ankommen, Sohn der Einfalt. Oh yeah. Zeig mir, was du kannst. Das war jetzt aber unfair. Irgendwie hat mein Held gerade überhaupt nichts gemacht in dem Moment. So ist ja aber kein Ding. Wir töten Fasim, beziehungsweise wir versohlen Fasim doch gern mal den Arsch für so zwischendurch. Kein Problem. Und ein Heiltrank gibt uns auch gleich noch, damit das Ganze... Oh, Entschuldigung. Von dir wollte ich gar nichts. Damit das Ganze mit dem Schaden doch auch gleich ungeschehen gemacht werden kann. So, müssen wir noch warten, bis er wieder aufsteht. So, zwischendurch erzähle ich mal kurz was. Ich wurde darauf hingewiesen, gerade eben direkt vor der Aufnahme, dass, irgendwie habe ich das selber gar nicht mitgekriegt, wahrscheinlich, weil ich mich schon zu sehr an die inhaltlichen Macken des Spiels gewöhnt habe. Ilya hat uns doch einen Tempelschlüssel gegeben. Ja, er hat uns doch einen Tempelschlüssel gegeben, unter der Auflage, dass wir ihm eine Vase aus dem Tempel bringen sollen. Die Frage ist, der Hinweis, der mir da gegeben wurde, woher weiß Ilya, was im Tempel drin ist? Und daraufhin habe ich dann ein bisschen überlegt und ich dachte mir so, eigentlich stimmt das schon, woher kann er es denn wissen? Aber dann ist es mir eingefallen, dann ist es mir vollkommen klar vor meinem geistigen Auge erschienen, Ilya ist ein Spion der Untoten, er wurde aus dem Tempel entlassen und darf jetzt unter den Menschen wandeln, um dem Helden dabei zu helfen, den Tempel wieder zu öffnen, damit dann, ja, wir werden dann sehen, was dann passiert, wenn ich den Tempel öffne, beziehungsweise wenn ich die Schlüssel unten abgebe beim Ork. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, Ilya ist ein Spion der Untoten und ich weiß, Untote sind nicht so dick, aber die haben dann wahrscheinlich alle ihren ranzigen Bauchspeck zusammengetragen und Ilya unter die Kutte gestopft oder so, ich weiß es nicht, aber so erkläre ich mir das jetzt zumindest. Wie sieht's jetzt aus? Ruhig, Sohn der harten Schläge! Ja, ich sage dir, was ich weiß. Yusuf ist nicht bei den Ruinen. Er ist in die Wüste abgehauen. Wahrscheinlich Richtung Nordosten. Warum nicht gleich so? Mein Schädel. Mach, dass du wegkommst, Sohn der... Ach, hau ab! Danke für die Info. Ich bin aber nicht der Sohn der harten Schläge, ich bin der Vater der harten Schläge. Zusammen mit Chuck Norris. Die harten Schläge wurden von Chuck Norris und mir gezeugt. Oder so. Gut. Hier unten haben wir noch ein kleines Ork-Lager. Hier dürfte aber an sich niemand weiter sein, der mit uns reden kann.
Außer einem, und der steht nicht hier direkt im Lager, sondern der steht hier vor dem Tempeleingang. Und das ist der Chef der Orks hier beim Tempel von Morasul. Mit dem reden wir auch noch. Und ich nehme mal an, das wird der sein, bei dem wir Orknarok abliefern sollen. Genau, Kalesh. Hat er doch gesagt, oder? Wenn ich mich nicht irre. Verdammt, das werde ich niemals schaffen. Oh. Was ist dein Problem? Ich komme bei der Suche nach den göttlichen Artefakten nicht weiter. Die Wüstenläufer fressen meine Sklaven. Der Tempel aus uraltem massivem Gestein. Ich kann ihn nicht einreißen. Aber um durch das Tor ins Innere zu gelangen, fehlen mir noch einige Schlüssel. Es ist zum Verzweifeln. Ich fürchte, ohne die restlichen 4 Schlüssel kommen wir nicht in den Tempel hinein. Ich weiß nicht, aber immer wenn ich die Orks höre, muss ich unweigerlich an Obelix denken. Also, so von der Stimme her passt das doch, oder? Du hast Probleme mit Wüstenläufern? Die Biester sind überall in den Ruinenfeldern zu finden. Am schlimmsten sind die Furchtlosen von ihnen. Diese Biester haben keine Scheu vor meinen Kriegern und greifen ständig mein Lager an. Ich muss wieder zurück ins Lager gehen und dort nach dem Rechten sehen. Was? Von den Wüstenläufern sind die Schlimmsten die Furchtlosen von ihnen? Ich werde mich um die furchtlosen Wüstenläufer kümmern. Es wäre eine Wohltat, nicht mehr auf seinen Rücken Acht geben zu müssen. Aber pass auf, dass du sie nicht ins Lager lockst, klar? Ja, ja. Du findest die Viecher im Osten vom Tempel in den Ruinenfeldern. Ja, du meinst sicherlich östlich des Tempels und nicht im Osten des Tempels, aber macht ja nichts. Gut, was haben wir noch? Natürlich die restlichen Schlüssel. Erzähl mir mehr über die restlichen Schlüssel des Tempels. 5 Schlüssel brauchen wir, um den Tempel zu öffnen. Einen habe ich schon in den Ruinen gefunden. Fehlen noch 4 weitere. Und ich brauche jemanden, der sich unter den Moras bewegen kann, ohne Aufsehen zu erregen. Du kannst dieser jemand sein. Worauf willst du hinaus? Die Moras stehlen meine Artefakte und bringen sie nach Morasul. Die Schlüssel werden auch dort sein. Ich will, dass du sie findest. Ich verstehe nicht ganz, warum die Orks mir diesen Auftrag geben, wenn hier ein Assassine gleich um die Ecke steht, zu dem sie eigentlich schon irgendwie ein bisschen Vertrauen gefasst haben müssten und mit dem sie zusammenarbeiten. Aber gut, uns vertraut ja sowieso jeder. Hatte ich ja schon mal festgestellt, dass wir ein sehr vertrauenswürdiges Gesicht haben. Warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Hat er auch schon gesagt. Die Stadt ist voller ehrloser Diebe. Gehe ich dorthin, werden sie mir meinen Schlüssel auch noch stehlen. Nein. Nein, ich bleibe hier beim Tempel und bewache den einen. Du bist ein Morra, einer von ihnen. Du wirst nach Morasul gehen. Bring mir die restlichen 4 Schlüssel zum Tempel. Ja, mit logischem Denken hat das auch nicht so. Er könnte den Schlüssel auch einfach bei seinen Orks hier in der Garnison abgeben und dann halt ohne den Schlüssel dorthin gehen. Aber hey, warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht, wenn wir noch irgendeinen Fremden mit einspannen müssen in das Ganze? Wegen Yusuf. Wer ist Yusuf? Ein Morra? Der Dieb, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die ganze Stadt ist voller Diebe. Richtig. Willst Kopfgeld kassieren? Mach es oder lass es. Es interessiert mich nicht. Ist ja gut. Ich habe hier einen Sklaven für dich, Orknarok. Einen Nordmark-Krieger bringst du mir? Nimm ihn weg, ich habe keine Verwendung für einen Ork-Söldner. Von mir aus geh mit ihm Wüstenläufer jagen. Hauptsache, er steht mir nicht im Weg herum. Ich glaube, Orknarok hat soeben seine Freiheit gewonnen. Meinst du, in diesem Tempel ist ein göttliches Artefakt zu finden? Da wette ich drauf. Wenn nicht in diesem Monument des alten Volkes, wo dann? Verstehe. Ja gut, mit Kalesh haben wir dann auch nichts weiter zu klären. Dann reden wir mal mit Orknarok, um das hier abzuschließen. Hast du gehört? Wir sollen Wüstenläufer jagen. Naja, wenigstens besser als hier die Spitzhacke zu schwingen. So kann man es auch ausdrücken, lieber Held. Er hat gesagt, geh mit ihm Wüstenläufer jagen oder mach irgendwas, aber nimm ihn weg von hier. Und ja, der Held nutzt das aber gleich mal aus. Finde ich gut. Okay, dann können wir jetzt mal zu Messia aufbrechen. Orknarok, kommst du? Orki, alles klar. Er ist dabei. Gut, dann kann ich mal was erzählen, was ich schon seit 2 Aufnahmen eigentlich machen wollte. Nämlich die Prüfung, also mal wieder aufs Rollenspiel bezogen jetzt, da komme ich ja immer wieder hin, aber das wird jetzt wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich wirklich was Längeres zu erzählen habe dazu, denn so langsam habe ich dann wirklich mal alles erzählt. Was ich noch offen hatte, habe ich mir aufgeschrieben, ist
zu Mares Prüfung nochmal, die allerletzte, nämlich die Prüfung von Vutras, dem obersten Nomaden, der dann ja kein oberster Nomade mehr war, aber eben immer noch irgendwo so ziemlich der hoch angesehenste Nomade und Sippenführer, den es gab. Ja, Vutras Prüfung war die letzte und weil er halt der letzte oberste Nomade gewesen war, hatte er das Vorrecht, diese letzte Prüfung zu halten. Und die sah folgendermaßen aus. Vutras und Vatras haben Mares da zusammen geprüft. Oh Gott, wo ging denn das lang? Ich hatte es beim letzten Mal ausprobiert, ich weiß es aber nicht mehr genau. Gehen wir mal hier lang. Die beiden haben Mares zusammen geprüft. Die Prüfung war eigentlich ziemlich simpel. Mares wurde in Trance versetzt von Vatras. Und in seiner Trance, in der Traumwelt, hat er dann verschiedene Situationen erlebt, in denen er halt bestehen musste, wo seine Reife getestet wurde, seine Hingabe zur Wüste und lauter so ein Zeug. Und er musste von selbst aus dieser aus der Hypnose wieder herauskommen. Er lag halt auf dem Boden, Arme gefaltet über dem Körper und auf seiner Brust lag ein Dolch. Und die ganze Aufgabe bestand da drin, ergreife diesen Dolch. So. Und das Problem war bloß, um aus dieser Trance wieder zu erwachen, musste er eben die ganzen Aufgaben bestehen, die dort drin vorkamen. Und bevor ich zu denen komme, reden wir mal mit dem alten Messier. Denn der ist der Buddy von einem ganz besonderen Herrn hier im Spiel. Wohin des Weges, Fremder? Ich suche hier ein paar Artefakte. Na sowas, Junge. Ich auch. Willst du tauschen? Lass uns handeln. Schön, freut mich. Ich bin übrigens Messier. Schatzgräber werde ich genannt. Spinner und Schwätzer sagen sie zu mir. Aber sie sind blind für meinen Reichtum. Bis auf Zuben. Ja, der nicht. Der alte Zuben. Aber ich schwafle schon wieder. Du kennst Zuben? Ja, von früher. Er hatte ein paar wirklich gute Visionen. Aber das ist auch schon wieder 70 Jahre her. Aha. Ich frage mich an der Stelle, ob die sich wirklich Gedanken über die Zeitgebung gemacht haben oder ob die einfach irgendeine Zahl hingeworfen haben. Denn das Problem ist, im Krieg um Varant, zwischen Myrtana und Varant, als Gellon und Lukor noch gelebt haben, da hat ja General Li letztendlich den entscheidenden Schritt gegen Lukor getan und ist ja dadurch zur Legende geworden auf dem Schlachtfeld. Und Zuben, wenn das schon 70 Jahre her sein soll, dass er irgendwelche tollen Visionen hatte, dann wird das ein bisschen schwierig, das irgendwie zeitlich zu erklären mit den 70 Jahren, wenn Lila schon gelebt haben soll und so, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig, aber nun ja, was soll's. Ich suche Ramirez, hast du ihn gesehen? Ramirez, ja. Weißt du, wo er steckt oder nicht? Ja, ich weiß, wo er ist. Ich kann dich zu ihm bringen. Ich sage dir was, ich bin ein alter Mann. Meine Lebensjahre ziehen vorbei, wie der Wind über die Dünen streicht. Was willst du? Ich will noch einmal die Freuden von Murats Oase genießen. Also, bringe ich dich erst zu Ramirez und dann begleitest du mich zu Murats Oase. Klar, wenn du mir sagst, wo die ist, dann gern. Na gut. Bring mich zu Ramirez. Und dann folge mir, Vater der Freuden. Ja, zu Ramirez, den sollten wir ja finden. Vom Bandaro haben wir den Auftrag gekriegt, vom Kopfgeldjäger. So, wir reden aber erst nochmal fix mit Messier hier fertig. Zeig mal, was du gefunden hast. So, erstmal gucken, was er so im Angebot hat. Auf jeden Fall erstmal Bolzen und Stäbe, die interessieren uns nicht so sehr. Amulett der Abwehr, naja, eigentlich nichts so wirklich, was wir brauchen könnten. Weltkarte, naja gut, was soll's. Okay, dann nicht so. Aber wir haben hier noch eine Gesprächsoption. Erzähl mir von deinem Reichtum. Ich sehe viele Dinge. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist auch eingetreten, mein Sohn. Ein Mann wird kommen aus dem Norden und wird die Wüste mit einem schrecklichen Fluch belegen. Er wird den Tempel von Murasul öffnen und die Toten werden über den Sand der Wüste wandern. Sie werden sich an den Lebenden rächen, dass sie in ihrer ewigen Ruhe gestört wurden. Ja, so sieht's aus. Und der Fremde aus dem Norden, das wird bestimmt nicht Orgnarok sein. Wer wird den Tempel öffnen? Ein Mann aus dem Norden. Viele Kämpfer hat er bestritten. Viele bedeutende Dinge hat er getan. Er wird der Entscheider sein zwischen Gut und Böse. Zuerst glaubte ich, der Kämpfer Kirk aus Murasul wäre dieser Mann. Doch nun bin ich mir nicht mehr sicher. Verstehe.
Tja, ich glaube, Kirk wird's wohl kaum sein, denn der kann nicht mehr allzu viel entscheiden mittlerweile.